Leute, was geht? Ich bin's, euer Master Bro. Und heute kommt ein Teil 2 von den Upgrades in Brookhaven. Ich habe euch noch nicht alles gezeigt. Ja, ihr seht's hier. Es kam ein neues Fahrzeug. Die Sachen wurden viel, viel detailvoller, wie ihr hier seht. Und hier ein neues Restaurant. Wurde hier auch aufgemacht. Man kann das Ganze zum Beispiel jetzt in einen, keine Ahnung, Party Room. Jetzt ist hier ein Party Room. So kann man das halt eben verändern. In 3 verschiedene Möglichkeiten. Jetzt gehen wir erstmal ins nächste. Und bei der letzten Folge habe ich das ja hier auch angesprochen. Der Waffenladen ist neu. Den habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Hier kann man auch Phone Store, Gun Store, Auto Store. Und hier haben sie halt den Waffenladen rausgemacht. Ja, hier kann man jetzt zum Beispiel einen Gun Store. Achso, das ist ja der, das. Phone Store. Hier ist eigentlich einmal, das habe ich euch schon gezeigt. Hier kann man auch verschiedene, aber habe ich euch das schon mal gezeigt? Ich weiß es nicht. Hier kann man auch verschiedene Sachen machen. Ja, ist wie so eine Art Museum. Hierhin kann man das einmal ändern. Hier zum Beispiel ist es jetzt ein Autoshop und so weiter und so fort. Kann man auch ändern, was an dem Autoshop geil ist. Man geht hier hin und kann man das Auto auswählen. Zum Beispiel, ich wähle hier das Militärfahrzeug. Dann kann man das halt kaufen. Ja, was geil ist. Und ja, das war es jetzt eigentlich an das Update. Es gibt noch mehr, aber ich stelle euch jetzt erstmal noch, ja, das war es eigentlich mit den Updates. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Es war jetzt ein sehr kurzes Video. Und ja, hier ist nochmal alles detailvoller. Damit war es das. Ciao Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Tschüss.